So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen. Heute mal kein Transfer-Orakel, sondern ein richtiger Transfer-Talk. Ja, ich höre mich sicherlich super lustig an und super froh bin ich aber gar nicht. Gabriel weiß warum. Ja, ich weiß ganz genau wieso. Hallo. Grüß dich. Ja, was war gestern los da? Was hast du denn für ein Spiel gesehen? Supercup. Ich hab ein sehr, sehr gutes Dortmund gesehen. Ja, und ein komisches Bayern. Ja, man weiß noch nicht genau, was ist das jetzt für ein Bayern München da? Dante im Sturm, Lahm letztens im Mittelfeld im Offensiven. Also, boah, ich tue mich da noch ein bisschen schwer jetzt, das Ganze gut zu heißen. Ne? Als Bayern-Fan sowieso ist man immer sowieso sehr, sehr kritisch. Aber macht das wirklich Sinn, was da Pep Guardiola zusammenschnitt? Was meinst du? Ja, also bis jetzt nicht. Also es macht halt wirklich keinen Sinn, einen Dante für einen Groß zu bringen, den dann offensiv noch reinzustellen. Das ist einfach, das ist dumm. Und man braucht keinen Van Beuten von Anfang bringen. Ja, hab mich auch gewundert, ja. Das macht man nicht. Also das macht man in den Testspielen vielleicht, wie jetzt gegen die Barcelona C11 oder sowas. Da kann man ein bisschen rumprobieren, darum geht's ja. Da haben sie ja tausendmal durchgewechselt. Oder Pep Guardiola kennt die Leute alle noch nicht so wirklich und deswegen er wird doch einen Trainerstab haben, die werden ihm doch sagen, du, der Dante, der mit den schwarzen Haaren und dem schwarzen Gesicht, das ist ein Innenverteidiger. Ja, eigentlich schon, aber. Und der Lahm, der Kleine, der da rechts immer rumläuft, der bleibt normalerweise auch rechts. Der geht nicht ins offensive Mittelfeld, obwohl er ein Tor geschossen hat gegen Barcelona C11, aber da hätte jeder ein Tor schießen können gegen Barcelona C11. Also, wir gehen mal ein bisschen ins Spiel rein, würde ich sagen, weil das interessiert die Leute am meisten oder mich auch. Die erste Niederlage seit über 270 Tagen für den FC Bayern München. Okay, krass. Was jetzt die Liga angeht, ne? Die hatten noch eine Niederlage gegen Arsenal. Aber ansonsten habe ich irgendwie gelesen, 270 Tage waren sie ungeschlagen in der Liga, also intern in Deutschland. Unglaublich. Ich muss dazu sagen, aber Respekt für Borussia Dortmund. Ich habe selten so ein gutes Spiel von Dortmund gesehen. Also es war wieder überragend. Das waren komplett 90 Minuten wie die ersten 20 Minuten vom Champions-League-Finale. Ein Gegenpressing, sowas Gestörtes, sowas Geiles. Wie kann man denn bitte so ein System den Jungs einimpfen? Diesmal hat es ja wirklich vollkommen geklappt, ne? Von hinten bis vorne. Ja, vor allem, wenn du dazu nimmst, dass die... Was Dortmund für einen Marktwert hat und was dort bei Bayern aufgelaufen ist, ne? Das ist halt sowieso so krass. Dieses ganze Phänomen, da kommen wir auch noch mal zum Schluss drauf, dieses ganze Phänomen von wegen, ja, die haben die besten Spieler, die sind die beste Mannschaft der Welt, ich sehe das ein bisschen anders, sowieso grundsätzlich, aber das war jetzt schon gestern ein Ausrufezeichen für die gesamte Liga eigentlich, wie man dagegen spielen muss, aber man muss dazu sagen, Dortmund hat ja jetzt nicht 11 Superstars auf dem Platz stehen. Ja. Ne? Anders bei München sind ja viele, wo man sagt so, boah, ja, überragender Fußballspieler. Grundsätzlich sagt man das ja so bei Bayern, aber Dortmund, sagt man, Blaschikowski zum Beispiel, steht für mich viel zu wenig im Fokus. Genauso wie ein Gündogan, überragender Gündogan. Überragender, gut, Marco Reus ist ja nun schon ein richtiger Star, aber und die eine oder andere auch noch dabei. Ne? Schmelz hat auch gespielt, ich glaube, ne? Schmelz hat auch gespielt, klar, der hat sich dann rumgestritten. Ja, also ich fand's eine überragende Leistung von Borussia Dortmund. Pep Guardiola hat noch gesagt, so von wegen, ja, er hat die Dortmunder Mannschaft nicht stärker gesehen. Ich habe sie schon stärker gesehen. Also dieses, dass sie nicht den Ballbesitz behaupten, dass sie da nicht mit 60-70% Ballbesitz rumlaufen, wie das bei Bayern normal der Fall ist, ist auch gar nicht wichtig. Hauptsache, sie gehen immer schön in die Räume, die haben alles zugestellt, da sind immer zwei sofort auf den Ballführenden gegangen. Da gab's gar keine Sekunde mal Ruhe, dass da irgendeiner sich konzentrieren konnte, um ein Spiel komplett zu Ende zu fahren. Ich will gar nicht die Fehlerpassquote von gestern wissen auf Seiten der Bayern. Also ja, das war auch sehr, sehr auffällig. Also da funktioniert noch eine ganze Menge nicht, meiner Meinung nach. Die Geschichte ist da noch nicht gänzlich gelaufen. Grundsätzlich die beiden Vereine, beziehungsweise die Meisterschaft auch noch nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Also da passiert ja auch ziemlich viel. Und wir haben ja auch noch in der Liga ganz andere Teams, die auch gut spielen. Ich bin zum Beispiel wirklich sehr gespannt auf Augsburg, die ja den Abschluss der Saison oder die zweite Hälfte der Saison richtig gut gespielt haben und in der Liga angekommen sind und sich ja auch verstärkt haben. Daher kann da auch einiges passieren. Wir haben es gesehen, wie es mit Mainz war vor zwei Jahren. Greift da mal mit dem Bundesliga-Check-up nicht so weit vor. Da machen wir ja nochmal ein Special vor dem 9. August. Da gucken wir uns, da quatschen wir dann über alle Mannschaften in der ersten Bundesliga, wie wir da so die Transfers wissen. Also greifen wir nicht so weit vor, wollen uns so ein bisschen beim Supercup behalten. Sorry, wenn ich dich jetzt da abgewürgt habe. Kein Problem. Nee, aber ich denke auch, diese Thematik rund um Megakader und was ich was alles, das sind schon Luxusprobleme und ich...
Ich kann es nicht verstehen, dass das System, welches bei Jupp Heynckes funktioniert hat, dass das jetzt sofort zerstört wird. Man könnte doch, die Spieler sind doch intelligent, man könnte doch während der Saison über bei kleineren, schwächeren Vereinen das ein anderes Pep Guardiola-System von mir aus erstmal probieren, nach und nach. Und nicht gleich komplett umstellen. Ich meine, die haben ja einen funktionierenden Kader gehabt und der ist ja noch da. Da fehlt ja keiner von denen, die die Champions League gewonnen haben, außer vielleicht Gomez, ne? Aber ansonsten sind ja noch nahezu alle da. Ja, du darfst es ja auch nie vergessen, dass es ja dort auch noch gegen Dortmund ging, ne? Also ja, gerade da bei so einem wichtigen Spiel. Ja, eben. Also es ist ja auch, ganz Deutschland guckt halt drauf und auch die Welt ja, ne? Ich meine, das ist Champions League-Finale jetzt nochmal neu aufgelegt im Grunde. Das wurde Supercup ist im Ausland sogar noch mehr prestigeträchtiger als in Deutschland selber, weil es wurde in 200 Ländern übertragen, die Geschichte. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Und deswegen, also das ist ein Stellenwert, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das Richtige ist von Guardiola, dass er das halt so rumtestet. Aber also da gibt es schon mal den ersten Dämpfer. Ne? Ich erinnere mich so ein bisschen an die Trapattoni-Zeit oder auch der ein oder andere Trainer, der da umjubelt worden ist, wie den Klinsmann zum Beispiel. Ne? Alles im Vorfeld, hurra, hurra, die Feierei geht los. Aber dann im Detail, da steckt dann meistens da der Fehlerteufel. Ne? Und ich bin mal gespannt, wie sie da das umgesetzt kriegen, schnellstmöglich das System. Man darf jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, das war der Supercup und das war das erste richtige Pflichtspiel, aber wenn das schon mal gleich verloren geht gegen den Erzrivalen, ne, dann ist natürlich Land unter in München. Also in der Säbener Straße wird nicht gefeiert heute auf den Sonntag oder auch nicht am Montag. Ne? Nee, ich denke mal, dass gerade ein Sammer und ein, wie heißt der, Hoeneß halt jetzt bestimmt dort auch erstmal rumpöbeln werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass. Die geben ja Zeit. Die geben ja im ersten Moment geben sie immer Zeit. Also das sagen sie sich ja auch. Jeder braucht seine Zeit, Eingewöhnungsphase. Sie müssen erstmal trainieren gemeinsam. Dann müssen sie das System kennenlernen. Alles klar, Zeit haben sie immer. Aber der Erfolg muss eingestellt werden, weil dieser Megakader, der da ist, das Spielermaterial ist ja da. Das wurde ja schon im letzten Jahr bewiesen. Ja. Und das ist ja das Schlimme daran. Es ist ja nicht so, dass er jetzt so viel Zeit hatte wie ein anderer Trainer, dass man sagt, so, oh, wäre toll, dieses Jahr aufbauen, nächstes Jahr Champions League gewinnen. Nee, da sind ganz andere Elemente mittlerweile hier im Gespräch, weil das ist nicht automatisch, dass man sagen kann, jetzt hier so viel Zeit hat er nicht. Also er hat nicht so viel Zeit. Und gerade wenn er es so macht, wie er es macht. Also eigentlich hättest du ja den leichtesten Job der Welt als Trainer beim FC Bayern München gerade, glaube ich, oder? Du gehst einfach hin, nimmst das System von Jupp Heynckes und lässt mal spielen und dann umweicht dann deine individuellen, wie sagt man dazu, Elemente einzubinden in das Spielsystem, bringst du halt mal einen Thiago. Oder bringst halt mal einen Götze. Ja, aber genau so. Ja, dass man zwischendurch halt das dann halt mal wechselt und so und da ein bisschen rumprobiert. Ja, aber im Grunde, das System hat ja funktioniert. Es war ja auch ein festes Team. Ja, das verstehe ich halt nicht. Ne? Oh, das ist heftig. So ein komplett funktionierende Top-Mannschaft umzumodeln, um der Meinung zu sein, sie dadurch besser zu machen. Und die Einwechslung kann ich sowieso nicht verstehen. Also gut, wir sind auch keine Trainer ausgebildeten. Wir sind auch alle keine Pep Guardiolas. Also irgendwas würde er sich ja dabei denken. Aber ja, jeder Trainer muss sich am Erfolg messen lassen. Das konnte er zwar in Barcelona, bin mal gespannt, wie das in Bayern aussieht. Ja. Also einfach wird es nicht für ihn jetzt, ne? Nee, das auf jeden Fall nie, weil gerade die ganzen Bayern ja ziemlich kritisch immer sind, ne? Und wenn sie. Ist doch so normal. Ist doch richtig. Ist doch richtig so. Das dürfen sie aber auch sein, wenn sie gerade das Triple gewonnen haben, ne? Mit einer funktionierenden Mannschaft. Ist ja nicht so, dass die Mannschaft ein Auslaufmodell war und viele davon sind jetzt weg, sondern die sind ja noch alle da. Ja, bis auf Gomez sind alle da. Ja, Gomez, Timoschok ist noch weg, glaube ich. Glaube ich nicht, 30. Timoschok ist noch weg. Ein paar Reservisten, aber ansonsten, ja, vollständige Kader. Das ist natürlich absolut ein Mega-Gau, der da passiert ist. Wen fandest du denn grundsätzlich am besten gestern so auf dem beim Spiel? Es gibt zwei Leute, die ich gestern richtig, richtig stark fand. Das war auf der einen Seite Reus. Ja. Aber vom Reus bin ich das auch gar nicht anders gewohnt. Ich mag den halt generell. Und auf der anderen Seite war halt gestern eigentlich der Mann des Spiels trotzdem war Robben. Ja, ne? Die Einzelaktion wieder, ne? Also, er hat halt bewiesen, wie wichtig der dann doch für das Team ist. Ich meine, ich mag einen Robben gar nicht, ne? Und ich würde auch gerne Robben raus haben aus dem Team und dann das ein bisschen anders gestalten bei Bayern. Aber er ist wichtig und er spielt richtig gut. Ja, absolut. Absolut. Also, am allerbesten fand ich gestern Gündogan. Allein beim Aufbauen, der ist ja komplett gerannt die ganze Zeit. Also, der war für mich überragend gestern. Mhm. Gündogan, ganz klar. Dann zusätzlich wieder einmal Weidenfeller. Also ja. ich bin mal mittlerweile der Meinung, in Weidenfeller sollte man statt einen Neuer in die Nationalmannschaft nehmen. Allein vom Alter her, von der Erfahrung und weil er wahrscheinlich auch, wenn es mal nicht so läuft, auch die Fresse aufmacht ordentlich. Sehe ich bei Neuer nicht so häufig. Von daher bin ich ein absoluter Weidenfeller-Befürworter.
Vor allem, weil er es jetzt ja schon das dritte Jahr in Folge so beweist, ne, oder bewiesen hat oder eben noch dabei ist, es zu beweisen. Also ich find's überragend, wie der drauf ist. Ansonsten fand ich richtig stark. Klar, Robben, das waren Einzelaktionen, die haben es aber nicht, die haben nicht gereicht. Es war, das System von Bayern hat gestern gar nicht funktioniert. Ich hab da gestern ein totales Tohuwabohu gesehen. Dann ging es mal gut mit dem Thiago, dann kam mal so wieder so eine Einzelaktion, ein toller Pass, der dann in den 16-Meter-Raum geht auf Müller. Das sind dann solche Kunststückchen, die sind geil, wenn du 3-0 führst und das 4-0 machst. Aber irgendwie hat mir das so in der Gesamtheit nicht gefallen. Weil letztes Jahr warst du immer der Meinung, jetzt kontrollieren sie das Spiel. Jetzt geht's von hinten rauf. Das haben sie auch schon die 2 Jahre vorher gehabt, dass sie das Spiel kontrolliert haben. Bloß sie wurden noch torgefährlicher im letzten Jahr. Und das hat alles gänzlich gestern gefehlt, meiner Meinung nach. Und ist ja alles nur ein bisschen subjektiv, klar. Aber ansonsten, wie gesagt, Gündogan, Weidenfeller, Reus sah ich auch recht stark. Bei Bayern ist gestern nur halt Robben aufgefallen. Ansonsten war es schon. Spieler des Spiels war für mich ganz klar Gündogan. Okay, interessant. Ja. Also wie gesagt, nochmal auf das Torwart-Ding zurückzukommen, was du gerade sagst, Deswegen Neuer und so. Sehe ich auch so. Ich finde halt nicht, dass Neuer der beste Torwart ist. Aber ich sag dir, ich finde einen Adler immer noch trotzdem besser. Oh nee, das ist mir, da ist das Gefüge da ist da. Nee, ich finde, der ist ein sehr guter Torwart, aber es ist halt nicht in dieser, er wird nicht ständig so geprüft, wie das der Fall ist bei Neuer und bei Weidenfeller. Und das brauchst du auch irgendwie. Du brauchst diesen mehrfachen Wettbewerb mit so vielen verschiedenen Elementen und Stimmungslagen. Es spielt sich immer alles einfach in der Bundesliga, weil nächste Woche ist wieder ein Spiel. Wenn du da mal Final spielst und auch solche Geschichten, denke ich mal, nimmst ein bisschen mehr Erfahrung mit. Mhm. Persönliche Einschätzung, aber würde ich so sagen. Ich finde Weidenfeller da einfach gestandener. Tja, komisch, kurios. Also die Abwehr bei Bayern funktioniert gar nicht. Die Offensive war gestern auch ein bisschen überfordert mit dem überstarken Gegenpressing von Dortmund. Und ja, Dortmund hat es gestern eiskalt gemacht mit ein bisschen Glück. Aber es gehört dazu, wenn du 4-2 gewinnst, da war das Glück dann auch nicht allzu entscheidend. Ach, von daher. Nee, denke ich auch nicht. Ganz souveräner Sieg. Hut ab für die Vorbereitung, die da Dortmund absolviert hat. Ich würde sagen, wir haben es, oder? Ich würde dich auch sagen, ja. Ja, willst du noch was loswerden? Nö, ich hoffe, dass ein Reus nie zu Bayern geht. Ja, abwarten. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie ein Götze reinkommt. Ne? Der ist ja, könnte ja der Mega-GAU werden, ne? Wechselt von Dortmund zu Bayern und dann geht Dortmund durch die Decke. Also, bin mal gespannt. Also, so richtig froh würde er mit der momentanen Situation nicht sein, mit diesem ganzen Rotationsprinzip, was da läuft. Er war ja Stammspieler bei Dortmund. Mhm. Unangefochten. Das würde er bei Bayern definitiv nicht sein, so wie es auch kein anderer ist. Es gibt gar keine richtigen Stammspieler bei Bayern. Aber das vielleicht lahm. Das wusste aber auch vorher. Ja, wusste er vorher eigentlich. Er will Titel. Titel wollen sie ja. Naja. Bin mal gespannt. Wir hören uns, liebe Leute, bei demnächst wieder. Ich hoffe mal, dieser kleine Talk rundum werden wir mal öfter machen über solche entweder entscheidende Spiele, die uns sehr geprägt haben, die Diskussionsanlass geben. Oder ihr schlagt uns einfach Themen vor. Wie gesagt, wir machen auch bald noch so einen Bundesliga-Check-up. Der Gabriel und ich, persönliche Meinungen zu den Transfers, wie es gelaufen ist, was man von den Mannschaften erwarten kann. Und ja. Hoffe ich mal, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Gabe gesagt auch noch Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.